Erklären Sie, für welches der beiden Modelle zu jedem Zeitpunkt gilt, dw nach dt ist gleich minus 35 24. dw nach dt ist nichts anderes als die erste Arbeitung oder momentane Änderungsrate der Funktion. Wir haben es zu tun mit einem linearen Modell und mit einem exponentiellen Modell. Im exponentiellen Modell ändert sich diese momentane Änderung im Verlauf der Grafik ständig. Nur im linearen Modell ist diese Änderungsrate konstant.